Irgendwo im Limonadendschungel sind wir hier versteckt in der neunten Folge mit dem kleinen süßen gelben Toad da unten. Jetzt wird's erst richtig zur Sache gehen. Somit begrüße ich euch hier alle und ich würde mal sagen, Gemalte von Geisterhand. Es ist richtig gruselig hier. Aber er, der Kleine, ist ready. Und der da oben, der schwitzt auch schon irgendwie. Ich weiß nicht, wieso. Ist er irgendwie warm oder so? Oder was hast du da oben? Was ist los? Keine Panik. Hier kommt der Super Toad. Der Super Toad. Achten Sie auf den Boden. Der Boden ist Lava. Ja, da muss man aufpassen. Wo die Röhre kippt. Das ist noch speziell ein Level, wo die Geister mal draußen sind. Das ist wirklich gruselig. Aber einfach Vorsicht. Hey, ich hab gesagt Vorsicht. Du auch. Ich weiß nicht, was mit denen los ist, aber die wollen einfach nicht weg. Die kann man ja nicht abschießen, ne? Okay. Knapp gewesen. Da kann man in eine gelbe Röhre rein. Wow, und da haben wir was Gelbes versteckt. So. Ich glaube, mit dem Toad läuft es besser mit dem Gameplay, oder? Was meint ihr? Die Röhren sehen hier so speziell aus. Ja, er hat jetzt gerade ein bisschen Fitness gemacht. Weil man nimmt die gleiche Röhre wieder raus. So. Und jetzt geht das Abenteuer weiter. Immer schön auf den Boden achten. Wow! Okay, das war eigentlich ein guter Schuss gewesen. Weißt du, ich habe von Toadie gehört, als Bonustipp. Ihm geht's wieder gut. Ist wieder auf den Beinen. Wow, jetzt habe ich den Geist da oben kurz nicht gesehen. Jetzt habe ich irgendwie die Starcorn, glaube ich, übersehen. Jetzt bin ich so schnell wieder am gleichen Platz gewesen, dass ich die Starcorn, die erste irgendwie vergessen habe. Und ja, ich bin Spezialist. Was das angeht. Ist da echt da drin versteckt? Ha, ein paar Münzen und... Ja, hallo, bleib stehen! Wow, was holt man nicht alles für ein One-Up? Ja. Wow. Ja. Die gehört mir. Gehst du weg? Gehst du weg? Dann gehe ich halt weg. Die Röhre fällt wenigstens nicht um. Ich gehe raus. Hier braucht man wirklich... Wow, hier braucht man ein Feingefühl. Hier braucht man ein Feingefühl. Wow, was mache ich denn hier? Also nicht so ein Feingefühl, meine ich, zum Rutschen. So. Oh, was ist das für eine lustige Röhre? Ja, man merkt, das Schwierigkeitsgrad hat ziemlich zugenommen. Oder in anderen Worten, wenn man solche Levels bauen möchte... Oh, mega cooles Versteck. Also wenn man jetzt in Mario Maker-Sprache reden würde, bauen möchte solche Levels, dann benutzt man diese Lava da unten, dieses Giftzeugs. Ja, ich renne jetzt nicht los, nur wegen dem One-Up. Ich habe schon gesagt, ich mag das One-Up, aber... Ja... Das war ein cooler Move, ne? So. Wow, was ist da hinten für eine Dimension? Okay, nichts hier versteckt. Das ist einfach eine Abkürzung ins Ziel. Hallo? Es ist ein bisschen unheimlich. Ja. Ja. Wie hoch möchte die Röhre noch? Ah, für das hier, jawohl. Aber das haben wir doch so auch geschafft, ne? Oh, was ist denn hier passiert? Ein neuer Weg. Der Weg ins Grüne. Da unten wartet irgendwie so ein Pflanzenkopf von einem Cooperling da unten auf mich. Und es geht in den tiefste Träumerei. Hallo Leute, ich bin's, der gelbe Toad. Was ist hier los? Cooler Remix.
Mit Bart. Nein, jetzt bin ich kein flotter Toad mehr. Versteckt er da unten etwas? Du bist irgendwie ein bisschen verdächtig. Du bist verdächtig. Nein. Ja, Hilfe. Ja, ich habe mein Leben riskiert. Verdächtiger Fisch da unten. Nintendo trollt mich jetzt wieder, hey. Einfach ein Fisch platziert. Normalerweise ist doch immer etwas dann versteckt auch. So. Hallöchen, Buhus. Heute schon geboot? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Ja, und ich komme da unten ja gar nicht durch. Ey, der Remix, der ist echt gut. Das ist mal ein bisschen anders zu hören. Ich freue mich schon auf die Musik bei Super Mario Bros. Wonder. Da hat sicherlich auch wieder ein neuer Remix darunter. Ja, diese Killerfische. Mal schauen, was kommen wird. Oh, Dunkelheit. Unter Wasser. Koalen. Koalen. Die mir sogar ein bisschen Licht geben. Ihr seid nett. Das heißt, sicherlich die zweite Starcoin ist irgendwo dann so versteckt. Und ich kann auch Licht machen, nicht nur er. Hallo, Ghosties. Hallo. Ja. Licht. Ja, Hilfe, ich habe kein Licht mehr. Ich sehe nichts mehr. Oh, da sind die Killerfische. Ja, Hilfe. Hat sie keine Dings. Nintendo, ich brauche ein Item. Wisst ihr, bei Super Mario Bros. Wonder kann man so einen Item-Knopf drücken und dann bekommt man eines irgendwie. Wie bei Mario Bros. Super Mario 3D World. Oh! Irgendwo ist sie sicherlich... Oh, sie an, was ist denn hier? Quallenbabys. Oh, Quallenbabys sind Münzen. Die ist sicherlich da unten irgendwo versteckt gewesen. Hey, cool, ein Lampenfisch. Hallo Lampenfisch, was geht ab? Ist da oben was versteckt? So nicht. Ist da vorne was versteckt? So, ich gehe einfach mal dazwischen durch. Ne, hab nichts dagegen. So, ich habe jetzt mein eigenes Licht. Kommt der Lampenfisch nicht mit? Lampenfisch. Nicht? Lichtfisch, Lampenfisch. Der tanzt einfach da rum. Kann man oben was machen? Nein. Kann man den abschießen? Jawohl, wir machen Eisfisch. Zieht das nach oben. Okay. Gute Reise, Lampenfisch. Ja. Oh, jetzt habe ich Licht, Powerlicht. 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 Oh, Hilfe, da bricht da die Dings da oben zusammen. Nein, bricht nichts zusammen. Da bricht ja gar nichts zusammen. Oder doch, es hat sich einfach bewegt. Lampenfisch, geh nach oben wieder, komm. Ja, ist er noch da? Nein, er ist weg. Hey, sieh. So nicht. Sie gehen auch nach oben. Oh, das war mein Rücken. Ja. Ah, ich hasse es ja immer, diese kleinen Berührungen. Oh no, die Killerfische kommen. Oh no, bin ich schon so lange in dem Level? Hey, da oben hängt noch ein Fisch rum. Hallo Eisfisch, was geht ab? Da hinten was versteckt. Oh, hallo Starcoin. Geh mal raus. So. Und jetzt geht's weiter nach oben. Boah, ist er cool gemacht, ey. Jetzt geht's ab, ey. Power Toad. Ja. Cooles Level gewesen. Wie gefiel's euch? Lasst es mich mal wissen. Und die Reise geht weiter. Ey, mit dem Toad macht's mega fun. Ich weiß nicht, wieso. Ja. Was ist los? Möchtet ihr ein Autogramm? Nein. Sie verstecken sich einfach irgendwo. Mal schauen, was da drin ist. Und das Rätsel ist Lösung. Zwei Blumen. Super. Ja, ja, ja. Da gibt's gleich neue Blumen dazu. Ich hab Hunger. Ich pflück mir jetzt ein Blümchen. Niam, niam, niam. Und gehe jetzt weiter. Autsch.
Ah, wär ich doch anders gegangen. Unten links. Oh mein Gott, was ist das denn für ein lustiges Spielchen? Brauche ich das Ausrufezeichen oder was? Also Fragezeichen gleich Ausrufezeichen. Oh, das war mies, ey. Oh, ich muss die besiegen. Ja. Ja, und wenn ich jetzt keinen Stern mehr habe? Hilfe! Ja, was müsste ich da sonst machen? Das ist doch ein Witz. Wer hat dieses Spiel erfunden? Hey, ja. Okay, jetzt sehe ich es. Folge ich sie mal schnell. Ja, durch einen muss ich gehen. Ja, ich muss. Lass den Kleinen in Ruhe. Ja, ich hätte mich vielleicht groß machen sollen oder so. Hä, jetzt haben wir ein anderes Level. So, jetzt ist hier fertig. Powerstern Deluxe. So, muss ich die wirklich besiegen? Was ist, wenn ich jetzt... Ja. Also das ist... Oh, jetzt kommt wieder eins. Okay, jetzt haben wir es langsam. Okay. Ja, toll. Wow, und ich springe noch in den Mund rein. Hey, das ist aber gar nicht mal so leicht. Ich sollte mich vielleicht ein bisschen größer machen bei dieser Mission. Unten links. Jetzt ist unten frei, oder? Ja. So, genug mit euch gespielt. Ich gönne mir jetzt da irgendwie so ein schönes Item. So, eigentlich könnte ich auch unten durch, aber wir schauen mal, was es hier noch gibt. Sechstes Dschungellevel. Es geht zur Neige. Ja, genau. Wigglers! Wiggler, 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 Wiggler. Das ist ein Wiggler-Level. Ich bin in Mario Maker. Ich bin in Mario Maker. Das ist Mario Maker Style. Oh mein Gott, das ist ein cooles Level. Ich will jetzt einfach durch hier. Richtiger Speedrunner da. So. Aber wissen Sie, wo die erste... Ah, da unten ist sogar die erste Starcoin. Sieh an, sieh an, sieh an. Wow, es dreht sich im Kreis. Wie soll man die denn holen? Muss man dann einen krassen Stunt machen? Muss man einen krassen Dreamo-Stunt sehen? Kann ich mir die holen da unten? Krasser Dreamo-Stunt! Oh, ich hab's aber fast geholt. Fast. Ja, ich denke, man hätte das schon mit dem Flughörnchen irgendwie knapp holen können. Aber ich glaube, dass die wollten, dass man das mit dem macht. Irgendwo so der Winkel oder so. Ah, von rechts nach links. Von rechts nach links. Ha! Gut, ne? Gut, aber ich habe die erste jetzt gar nicht gefunden. Aber egal, wir rutschen weiter. Ah. Hey, da unten ist so was drin. Hey, ein Pilz. Ja, hey, ein Pilz. Wie hätte ich den holen sollen? Mach dir mal eine Pause da unten. Danke. So, und ihr kommt alle mit. So, ich brauche ein Item, ich brauche ein Item. Ich brauche ein Item, geht mal weg hier so. Ich könnte schon längst durchgehen, aber es geht gerade nicht. Juhu! Okay. Jawohl, ein Checkpoint. Das ist aber langer Weg gewesen bis zum Checkpoint. Jetzt kommt der kleine Pilz. Der zeigt euch, wie es geht. So. Irgendwo ist die dritte Starcoin. Irgendwo wahrscheinlich wieder fies versteckt. Oh oh. Yeah, hier kommt der King. Der Miri. So. Cooles Level. Juhu. Der Toad ist voll happy in diesem Level. Was für ein Baumeister war das echt? Shigeru Miyamoto persönlich. Ah, glaube ich wahrscheinlich eher weniger. Oh, das ist da irgend so ein trickstes Level da. Oh. Nein! Ja! Nein, ich hab gefehlt. Ich hab's verpeilt. Das wäre irgendwie so gewesen. Ich glaube, das kann ich nicht mehr. Außer ich gehe wieder in diese Röhre rein. Dreamo gibt nicht auf. Ich bin der Super Toad. Ja, Super Toad mit Super Kopf. Klappt leider nicht.
die Koopa Trooper Garde. Gleich mal abbremsen. So, Lieferservice. Hey, ich wollte hier Lieferservice haben. Alter, jedes Mal, wenn ich den Lieferservice haben möchte, passiert was. Jedes Mal. Wow. Dafür gibt es eine Kröte. Wer möchte eine Kröte? Rachel, Rachel vom Feinsten. Rachel, weg damit. So, wir gehen hier nach oben. So nicht. Was ist denn das hier? Stöckchen springen, hey. Yeah, yeah, yeah. So, okay. Hey, die Münzen nicht vergessen. Ja, sorry. Ja, gut. Lassen wir das mal so sein. Wow. Jetzt wollte ich eigentlich noch auf den Wiggler springen, aber das Springen hat nicht so richtig geklappt. Der steht richtig stolz dort, ey. So, wir könnten eigentlich zum Boss gehen, aber wir gehen noch nicht zum Boss. Wir gehen zuerst mal dahin. Nummer 7, 7 Levels. Wiggler Wahnsinn. Oh mein Gott, es geht weiter mit den Wigglers. Ich dreh durch. Oh wow, ein riesen Wiggler. Let's go, let's go, let's go. Ja. Der kommt ja gar nicht nach draußen, ey. Wiggler. Hey Wiggler, komm mit, komm, komm, komm. Habt ihr schon gedacht, da käme raus, hä? Ja, ja. So nicht. Ja, da unten. Schnell. Jawohl. Hoppere, so wie so ein kleines Pferdchen. So. Und weiter geht die Party. Jawohl. Und da unten kommt der nächste. Aber den lassen wir da schnell aus. Wir nehmen hier den oberen Weg. Ja, und sind schon beim Checkpoint. Und da unten ist der nächste. Ja. Oh, das Pi brauchen wir da. Pi, Pi, Pi. Nein, nicht Pi, Pi. Toad muss noch nicht Pi, Pi. So, und da geht's noch weiter. Ja. Ah! Ganz knapp. Ist irgendwo die Starcoin hier versteckt. Richtig heftiger Platz. Habe ich die zweite Starcoin irgendwo verpasst, Wiggler? Wiggler! Oh, Wiggler! Boah, das war knapp, ey. Das war knapp, Wiggler. Wiggler, du bist ein Lustiger, aber wo ist die zweite Starcoin? Hallo, wo ist die zweite Starcoin? Da hinten noch die Eichel. Die Eichel tanzt auch noch mit. Let's Dance, Eichel. Und nochmal eine Eichel. Das ist ja richtig eine spezielle Mission. Ich habe keine Starcoins mehr. Wissen Sie, was ist? Wissen Sie, was ist? Wow. Wow. Ah, hier ist eine. Hier ist eine. Wiggler, da unten ist eine Starcoin. Da unten ist eine Starcoin. Wing. So. Und ja, wir haben eine verpasst, aber macht nichts. Dieser coole Ritt da mit dir, der macht voll Fun. So. Ja. Hey, Wiggler, komm auch mit. Okay, cooles Wiggler-Level gewesen. Wir springen ins nächste Level. Und der Weg hat sich da vergrößert. Das heißt, wir können diesem Iggy Hallo sagen. Iggy heißt er. Iggy heißt er Sohlenfestung. Sohlenfestung? Oh, mal was ganz anderes hier, das Szenario. Der Mario Maker Style. Castle Style aus Mario Maker. Hier kommt der Star. Oh, 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 oh. Das sind wie so. Das sind Feuerwellen. Ich brauche doch kein Dingsee, kein Eis. Ich bin da. Ich bin das Eichhörnchen. Eichhörnchen-Toad. Ist dort nicht was versteckt? Ist auch ein bisschen. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe noch keine Starcoin gesehen. Hallo? Weiß jemand, wo die Starcoin ist? Weiß jemand, wo die Starcoin ist? Wahrscheinlich unten Dinge so zwischendurch oder so, ne? Knochis killen! Ey, no! Na gut, ich gehe wieder zurück. Da hinten ist doch was noch versteckt gewesen, ne? Wo? Ja, sieh an. Das war die Lava, die meine Eisblume gekillt hat. Habt ihr das auch schon mal miterlebt, dass das geht? Ja, Premiere. Okay. Nein, ich wollte doch auf ihn springen. Ich denke, irgendwo dazwischen ist sicherlich die erste Starcoin versteckt gewesen. Ja, das ist doch nicht die erste da unten, oder? Ja, wie soll ich die holen? So.
Könnte das gehen, ne? Wow! Wow! Das hat sogar so geklappt. Das ist Nummer 1 gewesen. Okay. Gut, dass ich nicht begonnen habe, irgendwie zu suchen. Jetzt gibt's da oben. Boah, jetzt hätte mich fast das Feuer da unten erwischt. Hallöchen, Eisblume. So. Oh. Hallo, ich bin... Ja, das war's. Wir sind gut durchgekommen, aber irgendwie hat mich das Feuer noch erwischt. Weil das krass ist, wenn einem das Feuer ja erwischt, dann ist ja aus die Maus. Geht's dort weiter, wo der letzte Checkpoint war. Wie komme ich denn hier nach unten, bitteschön? Ist hier irgendwas Verstecktes oder so? Unten ist ein paar. Oder es gäbe noch eine andere Röhre. Es gibt sicherlich noch was anderes hier. Wir wissen, dass hier noch was versteckt ist. Da wäre die mittlere Röhre gewesen hier. Ah, oh, wieso springe ich immer in die Gegner rein? Hilfe! Oh! Das wird langsam ein bisschen knapp. Hier rein, hier rein. Nein, oh mein Gott, das wird knapp, knapp, knabberi, knapp. Oh! Lass mich nach oben. Oder ich lasse es einfach sein, was meint ihr? Ich möchte sie, ich möchte sie. Ich möchte sie. Ich möchte sie. Der sture Wille. Jawohl. So. Und irgendwo hängt da eine Starcoin rum, oder was? Jawohl, weiter oben. Hätte man die nicht auch irgendwer so holen können oder so? Ich weiß es nicht. Die hing wahrscheinlich irgendwie in der Mitte. Ja, jetzt darf es mich einfach nicht erwischen. Konzentration. Stiller Dreamo jetzt. Ganz ruhig. Aufpassen. Noch Feuer. Oh. Hey, 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 hey. So nicht. Aufpassen, aufpassen. Konzentration, Konzentration. Ja. Gibt es hier noch ein Item für mich? Danke. Okay. Wo ist Nummer 3 gewesen? Oder ist hier Nummer 3? Da ist ja noch auch noch eine Röhre da unten. Da unten ist was versteckt. Nummer 3 ist nämlich hier. Fies gemacht. Und jetzt kommt die Lava noch oben. Nein. Muss man auf den tanzen oder wie oder was? Uff, das ist aber richtig speziell. Okay, wir haben es gemeistert. Achtung, irgendwoher kommt die Lava auch noch. Ah nein, kommt sie nicht, okay. Wow, wir haben ja alle 3 Starcoins in diesem Castle geholt. Jetzt müssen wir nur noch diesen Pflanzenkopf da irgendwie besiegen. Und dann hätten wir es. Super Joe kommt. Der macht das schon, der macht das schon. Nein, drück mir die Daumen. Oh, jetzt die Spannung, ey. Jetzt. Manchmal ist so ein kleiner Boss schwieriger als der letzte Boss. Okay. Oh, oh. Mit Feuer unten. Ja. Okay, der lässt sich irgendwie runterfallen, oder was? Mhm, mhm, mhm. Oh. Boah, das war knapp, ey. Gut ausgewichen, ey. Ja, so ein Feuermonster. Jetzt kommt er runter. Oh, ich hätte ihn fast erwischt gehabt. Fast. Das ist aber noch tricky gemacht. Da ist er. Nummer 1. 1 zu 0. Oh, das war fies. 1 zu 1. Okay. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Huah! Das wird brenzlig, ey. Ich hoffe, er kommt nicht mehr mit dem Feuer. Ja, das ist miese mit der... Wow! Er dreht sogar noch den Kurs. Er dreht so... Nein! Das war fies, das war fies. Im Übrigen, bei der alten Röhrenstelle, wo ich da am besten so lange hatte, kommt man mit dem Hörnchen da easy eigentlich hier nach oben. Seht ihr, das geht schon gut.
Auch die Stelle hier mit der Starcoin, die da unten, die blockieren euch übrigens alle. Ihr könnt einfach da easy runterjumpen. Seht ihr, und dann kommt ihr wieder nach oben. Es ist Zeit für Runde 2. Die erste Runde geht an dich. So, jetzt krabbelt er nach oben. Komm, weil doch runter. Und schießt da Feuer, ne? Da kommt irgendwann so ein Feuerwesen. Ja, das läuft mir sogar noch nach. Ja, zack. Und jetzt gehen wir ein bisschen schneller voran. Nein! So nicht. So nicht. Komm da wieder zurück. Ich will dir noch einen zweiten Hit machen. Komm. Oh, da hattest du Glück. So. Ich bin der Flugtod. Jetzt kommt er wieder. Komm, 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 komm. Ja, jetzt hätte ich ihn gleich wieder. Stehen bleiben! Ja, das ist schnell. Okay, kommt aber nicht mit Feuer, oder? Oh, zweimal Feuer. Oh no. Okay, von rechts nach links, oder? Ja. Der hängt da oben noch rum und. Nein! Oh, kommt gleich wieder raus. Komm. Jawohl. Okay, okay. Haben wir ihn ein bisschen schneller besiegt. Und alle Starcoins auch abgeschlossen, also geholt. Was für eine Folge, ne? Durch den Wiggler-Wald-Dschungel. Und jetzt geht's wohin das nächste Mal? Vielleicht spiele ich in Mario Bros. Wonder auch so ein Show, wenn das so gut abgeht. Die Toads sind schon krass, die darf man nicht unterschätzen. Speichern, speichern, speichern. Und wohin geht's das nächste Mal? Wir gehen das nächste Mal zur Candys Minen. Okay, ist ein bisschen so Gestein, ne? Knochig hier. Das wird interessant. Gut, dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und dann sagen wir bis zur nächsten Folge. Und tschüss zusammen.